Ich lese Medikamente im Test der ein 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, ein Buch der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im ersten farbigen Kapitel, das heißt Haut, Haare, im ersten Abschnitt Akne. Es wird kurz erläutert, was Akne ist, und danach geht es um Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge. Als letztes habe ich den Abschnitt zu Benzoylperoxid äußerlich vorgelesen, und jetzt geht es um eine Kombination von zwei Wirkstoffen. Es geht um Benzoylperoxid und Miconazol äußerlich. In diesem Präparat ist Benzoylperoxid mit dem Antipilzmittel Mikanozol kombiniert. Benzoylperoxid trocknet fettige Haut aus und tötet Entzündungskeime ab. Darüber hinaus weist es eine leichte Schälwirkung auf und reizt die Haut. Und jetzt kommt die Empfehlung, die lautet: wenig geeignet bei Akne, weil nicht ausreichend nachgewiesen ist, dass das Kombinationsmittel wirksamer ist als Benzoylperoxid allein. Das ist auch die erste rote Empfehlung. Alle anderen waren grün oder gelb, und das heißt, das Mittel ist wenig geeignet bei Akne. Jetzt der erläuternde Text. Die therapeutische Wirksamkeit von Benzoylperoxid ist bei leichter bis mittelschwerer Akne belegt. Mikanazol hemmt das Pilzwachstum. Welcher Stellenwert dem Mittel bei Akne zukommen soll, ist unklar. Weitere wichtige Angaben zu Anwendungshinweisen und erwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise für Kinder, Jugendliche, Schwangerschaft, Stillzeit finden Sie unter Benzoylperoxid in Klammern äußerlich, siehe links. Und das war's auch schon. Weiter geht es mit Hormone in Klammern innerlich. Tschüss.